Willkommen zu neuen Part von Let's Play Luigi oder Luigi's. Ich halte mal meine Klappe, weil sonst sagt man wieder, ich bin der Deutscher, der aus einer alten Region kommt. Aber eigentlich bin ich ein ganz normaler Deutscher. Ich bin ein ganz normaler Deutscher, würde ich jetzt eher sagen. Man denkt manchmal, ich bin so ein bisschen, ja, plattdeutsch, aber eigentlich bin ich ein ganz normaler. Egal, jetzt will ich auf jeden Fall euch erstmal sagen, also jetzt würde ich euch jetzt erstmal sagen, ganz kurz, willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play. Es geht weiter, meine Freunde, heute. Und beim ganz geilen Spruchshot. Heute machen wir damit weiter. Ich bin so gespannt. Und was es nicht lange Folge sein wird, aber guck mal. Ich hoffe mal, ich kriege noch Luft. Ich hoffe, ich kriege noch Luft beim Aufnehmen, meine Freunde. So muss es sein. Ich muss einfach mal schlucken beim Aufnehmen. Aber ich kann es ja nicht. Ich einfach bescheuert bin. Falsche Sache. Scheiße. Egal, es gleich. Es tut mir so leid, meine Freunde. Ich habe mich mal wieder vertippt. Bis gleich. Ich werde eben meine Sache. Ja, egal. Bis gleich. Schöne Freunde. Falsche Datei, aber egal. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder die richtige Datei eingestellt habe. Bis gleich. Dieses Spiel wird noch irgend. Es wird noch irgendwann meinen Tag verfluchen, habe ich das Gefühl. Also irgendwann wird noch dieses Spiel meinen Tag verfluchen. Oder dieses Spiel wird irgendwann mal dieses Ganze, was ich erlebe am Tag. Dieses Spiel wird einfach irgendwann mal Unglück bringen. Dieses Spiel wird einfach mal so ein bisschen groß sein. Es wird einfach so groß sein und ich denke mal, irgendwann wird mir auch mal das Spiel einen Strich durch die Richtung machen, meine Freunde. Ich würde sagen. Und jetzt geht's weiter mit der sexy geilen neuen Folge von Let's Play Luigi's 3, meine Freunde. Wenn ich es nicht verkacken werde, meine Freunde, wird die Aufnahme noch am Dienstag kommen, meine Freunde. So muss es sein. Also ich glaube, die Aufnahme wird noch am Dienstag rauskommen. Also die Aufnahme habe ich ja. Ich habe es eigentlich nicht versprochen, aber ich habe mir dann doch. Ich habe mir als Stelle eigentlich vorgenommen, meine Freunde. Ich habe ich an dieser noch eine zweite Folge von Let's Play Luigi's Mansion 3 und das würde ich jetzt noch herausgeben. Wenn die Folge noch am Dienstag rauskommen wird, vor 0 Uhr nachts, dann habe ich echt Glück gehabt. Aber wenn die Folge nicht rauskommen wird, vor 12 Uhr nachts, dann habe ich echt ein Problem. Dann ist halt auch einfach so, meine Freunde. Aber ist egal, jetzt wird es spannend, weil wir einfach es hier weitermachen müssen. Wollen. Werden. Und jetzt ist es noch spannend hier. Im Spukschloss. Oh mein Gott, nicht. Und hier ist dieser komische König, der uns verarscht hat beim letzten Mal. Er hat einfach beim letzten Mal die Tür aufgemacht. Der hat einfach uns beim letzten Mal die Dreckstür aufgemacht. Und er wollte uns einfach zum Boss. Er wollte uns einfach zum Kampf herausfordern, diese Drecksage. Und er hat sogar gut mitgedacht. Er hat nämlich nicht so dumm gedacht, wie andere Geister sagen, ja, ich würde jetzt zum Beispiel. Also, wir waren beim letzten Mal da, in diesem Vorraum. Und da hat er gedacht. Ey, er kann bestimmt nicht von da, wo er gerade ist, zu mir nach unten springen, dann würde er sterben. Deswegen hat er auch extra die Tür aufgemacht für mich, dass er einfach sich nicht so schlecht fühlen muss, dass er einfach mich ja so ermorden muss. Deswegen hat er einfach gesagt, er muss es fair machen. Hat er auch gemacht, meine Freunde, okay. Aber jetzt aufpassen, meine Freunde, jetzt müssen wir Luigi einfach mal hier schicken, wollte ich sagen. Komm, also. Schicken wir den Luigi einfach mal hierhin. Schicken, ficken. Ich weiß zwar nicht, was das Wort heißt, aber egal. Ich weiß nur, dass das viele Leute sagen. Ich weiß nur, dass das viele Leute sagen, meine Freunde, dieses Wort. Aber ich will auch nicht wissen, was es heißt. Und ich will einfach mich. Ich möchte mich einfach bei der ganzen Kack. Ja. Perversigkeit einfach mal raushalten. Weil ich finde sowas einfach uncool. Sowas finde ich einfach uncool. Sowas will ich einfach gar nicht hören bei mir. Also auf meinem Kanal auch gar nicht. Also muss ich echt sagen, bei mir will ich sowas gar nicht hören. Und deswegen, fick, warum das alles heißt. Das alles so Wörter, die mache ich einfach gar nicht und die will ich eigentlich auch gar nicht so dolle hören. Und deswegen will ich sie auch versuchen, so gut so wie es so geht, meine Freunde vermeiden. Deswegen, ich werde einfach versuchen, sie einfach nicht zu so sagen. Und ja, manchmal sage ich auf Versehen, manchmal, aber alle Tage geht es nur auf Spaß. Und nur auf Spaß und so. Und ja, als sehr schlechten Vorbild. Also, ich habe es eigentlich als schlechtes Vorbild. Ich nehme manchmal auch eigentlich. So scheiß Beleidigungen immer im Griff, die eigentlich kein gutes Vorbild sind, aber meistens versuche ich auch einfach darauf zu achten, meine Freunde. Und jetzt müsst ihr versuchen, diese Kugel einfach zu aktivieren. Dann liegt nämlich richtig. Und auch nicht, die war falsch. Okay. Aber letztes Mal habe ich nämlich gesehen, meine Freunde, dass wir nämlich die ganz linke, die ganz linkste, die hatten wir genommen beim letzten Mal und die war halt falsch. Aber welche ist richtig jetzt? Die hier vielleicht? Auch falsch. Ganz komisch. Ach, okay, jetzt bin ich hier und jetzt
Gut, dass ich nämlich nicht mit Luigi unten bin. Okay, jetzt bin ich nämlich mit Luigi unten. Das war gar nicht mal so schlecht, meine Freunde. Denke ich mal, oder? Eigentlich nicht. Aber was? Was ist unsere Aufgabe? Das ist halt jetzt meine Frage hier auch bei diesem Rätsel. Das ist einfach ganz komisch hier. Ganz, ganz komisch, finde ich auch ganz komisch, finde ich auch ganz komisch. Das ist echt merkwürdig, finde ich auch. Warum kann die eigentlich nicht machen, was sie will, ey? Verstehe ich nicht. Ach, bitte mach das ganz scheiße, Mann. Du scheiß Luigi, ey. Das kannst du eigentlich noch. Ach, Spaß, alles gut. Aber was soll eigentlich, verstehe ich nicht. Also ich glaube, jetzt gehe ich erstmal nur mit Luigi und nicht mit den ganz normalen Luigi. Das habe ich echt ein Problem. Ach, jetzt war sie, ja, jetzt war sie, jetzt habe ich es gecheckt, meine Freunde, jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss nämlich diese Kerzenhalterung dann mitnehmen. Und ich muss nämlich die Kerzenhalterung dafür benutzen, um sie an dieses Feuer daran zu halten. Also an dieses, wie wir schon, meine Freunde, an dieses komische Lämpchen da zum angeht. Aber auch Schnelligkeit ist da gewarnt, deswegen, ja, es war dumm von mir, es war so dumm von mir. Es war so dämlich von mir, meine Freunde, es einfach nicht zu merken, aber jetzt habe ich es einfach gemerkt, meine Freunde. Einfach so dankbar, ne? Ich habe einfach geschafft, meine Freunde weiterzukommen, ohne irgendwie wie lange aufzuhalten. Das brauche ich sehr. Das macht mich echt glücklich, meine Freunde, muss ich echt sagen. Ja, das macht mich relativ glücklich, meine Freunde. So, versuchen wir mal eben hier zu ziehen. Und das ist unsere Sache. Ach, das ist auch geil. Ach, geil. Und das ist jetzt, nee, ist nichts. Okay, ich dachte schon. Aber was ist das? Das ist die Lösung. Gute Frage, ne? Verstehe ich überhaupt nicht mehr. Also, ich habe jetzt eine Leiter. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, ich war ein bisschen dummer, meine Freunde. Ich bin manchmal auch ein bisschen dumm, aber ich glaube, ich versuche manchmal auch mal, mich ein bisschen anzustrengen. Deswegen bin ich auch hier. Dafür bin ich auch hier, um so ein bisschen Schulkram zu machen. Ich muss nämlich von hier aus jetzt mit den ganzen. Ich muss mit den ganzen normalen Leuten nämlich jetzt hier hoch. Genau, das ist das Wichtigste. Das ist die Rätsel des Lösungs. Ich habe gerade auch ganz kurz einen Cliffhanger gehabt, aber egal, das ist okay so. Jetzt können wir den ganz normalen Luigi auch einfach von hier aus sehen. So, jetzt würde ich eben bitte auch den guten Luigi mitnehmen, genau, dass wir den Luigi mitnehmen können. Das ist auch ganz wichtig für uns. Oh, ich sind wir auch hier. Oh, die Musik fängt an, meine Freunde. Die Musik fängt an jetzt. Geil, Scheiß. Jetzt fängt die Musik an, meine Freunde. Oh Gott, die ist ja geil, die Musik. Die ist jetzt noch geil als vorhin. Also ich habe das Gefühl, dass manchmal ich mir absolut die Musik. Oh, jetzt finde ich die Musik ein. Jetzt finde ich die Musik wieder ein, meine Freunde. Die Musik so. So geil ist die einfach. Zu geil. Sehr geil. Das ist echt geil gemacht. Auch die Atmosphäre ist einfach so gut. So, jetzt müssen wir aufpassen, meine Freunde, was wir auch alles hier machen. Das ist ganz wichtig jetzt. Ach, okay, ich verstehe, ja. Ich merke auch einfach jetzt selber, meine Freunde. Das ist einfach jetzt ein bisschen einfacher. Also, es wird ein bisschen schwerer, wollte ich sagen. Und ich merke einfach, dass es nicht mehr so kinderleicht ist. Ist auch gut so. Das müssen wir versuchen. Genau, der Fluigi, der ist auch immer für uns da. Also er hilft uns einfach mehrmals. Nicht nur einmal hilft er uns, sondern mehrmals. Ich wollte ihn versuchen. Das ist schon nicht so einfach, meine Freunde. Ich würde sagen, das ist schon echt nicht so einfach. Man muss nämlich jetzt versuchen. Ja, dieses Windrad einfach jetzt irgendwie, also auch nicht, nach unten zu pusten, glaube ich. Und dann, genau, dann geht's. Zack, zack. Das war echt geil gemacht. Das war echt gut gemacht. Jetzt sind wir nämlich mit den ganz normalen Luigi unten. Das ist sehr gut für uns auf jeden Fall. Oh, die Musik, so, die ist so gut, ne? Die ist so geil, meine Freunde. So ein bisschen geil ist auf jeden Fall schon. Ich weiß, ich würde sagen, ob sie besser ist als schon das Original, oder? Ich weiß nicht. Also ich weiß halt noch nicht, ob das Original gerade das war. Oder war das eigentlich, oder ist überhaupt das eigentlich das Original vom Schloss? Also es wird halt immer anders, ne? Die Musik wird halt immer tiefgründiger, würde ich sagen. Tiefgründiger, doch, tiefgründiger ist auf jeden Fall das richtige Wort, würde ich sagen. Tiefgründiger oder, ja, so ein bisschen einfach, es traut dir einfach mehr. Also die Musik traut dir einfach Stück für Stück immer mehr. Ich glaube, es gab drei verschiedene Soundtracks, ich würde sagen, die Musik, die kam halt immer ein bisschen heller an. Es gab halt drei verschiedene Sachen irgendwie. Es war halt ganz schön geil. Jetzt halt. Ja, das ist ja, ist glaube ich der finale Soundtrack von der ganzen Etage kommt, würde ich sagen. Das wollte ich halt auch behaupten. So, und jetzt, was eigentlich das ich entscheide, oh, bitte nicht reingehen, Mann, Luigi, bitte nicht einfach reingehen. Das ist so ein Typ, da kann man reingehen, wenn man
Ja, wenn man sich selber ermorden möchte. Wenn man sich selber ermorden möchte, dann kann man da reingehen. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, da einfach alleine oder auch einfach damit mit Absicht anzugehen, meine Freunde. Würde ich dir niemals erlauben. Aber wenn man meine Freunde einfach mit den guten normalen Luigi einfach, wenn man es auf diese Schiebetür drücken, dass der gute Luigi auch einfach automatisch hereingeht. Genau, einfach automatisch da reingeht, dass ich auch ein bisschen mehr sehen kann, meine Freunde. So muss ich sagen, jetzt, ja, hier. Das ist auch Quatsch, deswegen brauchen wir es auch gar nicht machen. Wir müssen uns auch nicht selber, wir müssen uns auch nicht selber ermorden. Das ist ja ein bisschen scheiße. Hier ist noch eine Maus. Die Maus, die saugen wir gleich auf. Und das war schon sehr schön. Hier ist auch so eine komische Maus, die wir auch aufsaugen möchten. Das haben wir auf jeden Fall auf YouTube auch ganz cool gemacht. Ja, sehr nice. Und das ist, glaube ich, das andere. Ist das, glaube ich, ist das das gleiche oder? Ich glaube, das ist nur der Rückweg, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann auf jeden Fall auch der Rückseite, der Rückweg sein, der Rückseitenweg sein, meine Freunde. Kann ich aber gar nicht wenigstens noch an diesen Kugeln hier rumgreifen. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, okay, das heißt ja meine Freunde, okay. Alter, sofort haben wir auch einfach eine Hilfe bekommen. Können wir eventuell hier vielleicht so eine Tür erschaffen? Das wäre möglich, ne? Ja, geil, oder? Voll nice, meine Freunde. Wo ich erst so weiß, weil ich habe es nämlich gesehen, meine Freunde. Ich habe es nicht im Internet gesehen. Nein, nein, nein. Ich habe gerade einfach gesehen, oh Gott, da ist auch ein Türrahmen. Kann auch da einfach ein neuer Raum sein. Kann auch echt sein, deswegen. Nee, ich weiß es nicht, doch. Doch, ist doch ein Raum. Okay, ja schon. Weil der linke Raum, wie man da ja auch gesehen hat, war ja auch zu, deswegen. Ist alles gut, meine Freunde, deswegen. Alter, jetzt wird doch spannender hier. Es gibt noch mehr Messerwürfe. Bitte nicht, bitte nicht. Jetzt wollen die nicht ernsthaft noch mich ermorden, aber was? Es gibt so viele Fallen hier in diesen ganzen Etagen, also in der ganzen Etage hier. Das merke ich jetzt schon, meine Freunde. Es gibt ganz viele verschiedene Werkzeuge, die gefährlich sind, meine Freunde. In der ganzen Etage kann man sagen. Okay, versuchen wir mal an diesen Hebel zu ziehen. Oh, was soll das heißen? Ach, Scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Das war erschreckend scheiße, das war erschreckend doof. Ich habe mich einfach so erschrecken lassen, meine Freunde. Ich war zwar darauf vorbereitet, dass da was passieren wird, aber das waren halt Ninja-Würfel. Ach so, Luigi, genau, Luigi. Luigi, hilf mir bitte. Ach, genau, ganz vergessen, tut mir leid. Ach, du Scheiße, ey. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das ist echt gemein. Also, Luigi, das ist der Wichtigste, den es gibt. Ohne Luigi bin ich am Arsch. Das ist echt das Wichtigste, oder? Kann man die auch irgendwie besiegen oder so? Geht das nicht, ne? Geht gar nicht, okay. Man kann die Wellen noch aufsaugen, noch irgendwie anblitzen. Ich glaube, das sind irgendwie maschinelle. Ja! Weiß auch nicht, meine Freunde. Aber ich komme auch nicht hier weiter. Das ist auch ganz komisch. Das ist auch echt merkwürdig. Ich bin am Arsch gerade. Egal. Ich werde versuchen, mal ein bisschen spannend zu bleiben. Vielleicht. Das ist gar nicht mehr so einfach, glaube ich. Ich glaube, ich bin ein bisschen dumm gewesen. Aber egal. Ich versuche mal ein bisschen spannend zu bleiben. Und ich versuche auch gerade gut zu kommentieren, dass man auch verstehen kann. Und das mache ich auf jeden Fall auch ausgezeichnet gut, dass ich auch einfach mal euch jetzt gut auch kommentiere. Also, dass ich auch einfach jetzt mal hier gut auch einfach kommentiere. Das ist mir auch wichtig, meine Freunde. Nicht nur so ein doofes Gelaber hier, sowas. Das ist manchmal auch okay. So, für meine Welt ist es manchmal auch okay. Aber ich versuche ja auch manchmal mir ein bisschen sorgsam auch wirklich mal ein bisschen mehr auch Gedanken zu machen, wie ich das auch kommentieren möchte. Aber wie jetzt der weitere Weg und wie geht's eigentlich jetzt weiter? Gute Frage. Ist da oben noch eine Glocke? Da oben ist noch was. Das sehe ich gerade. Aha, okay, das ist Alter. Das ist aber echt gemein. Das war echt gemein von euch. Ey, wie könnt ihr einfach so einen Kack. Wie könnt ihr so eine schwere Sache machen, meine Freunde? Ey, wie geil ist das, meine Freunde? Wie geil ist das, meine Freunde? Einfach habe ich gerade spontan oder ja, habe gerade das Glück gehabt, ob ich da oben so eine Kugel gesehen habe. Und deswegen habe ich die ja noch gesehen. Und deswegen konnte ich die auch noch aktivieren. Also man merkt schon manchmal, ich habe zwar die ganze Sache hier angeguckt im Internet, aber ich habe sie ja meistens mir nicht gemerkt. Deswegen, weil ich halt da wusste, ich mache noch ein Let's Play von diesem Spiel. Ich habe halt noch gedacht, meine Freunde, ich mache noch ein Let's Play von diesem Spiel. Deswegen habe ich halt mir so ungefähr gemerkt, manchmal nicht genau so aufpassen, dass du nämlich auch noch ein bisschen blind hier hast, ein bisschen blind noch, Feeling noch hast. So, Luigi, du musst das bitte mal genau. Versuch mal in dich. Da ist safe jetzt. Schlüssel drin, das ist ein Schlüssel drin, meine Freunde, um den Schlüssel auch einfach zu nutzen, weil wir ja den linken Raum dann auch öffnen müssen. Das ist sehr nice, meine Freunde, das freut mich sehr. So, warte mal eben. Es macht so doll Spaß hier. Okay. Also die Musik macht mir immer mehr Laune hier irgendwie. So, jetzt komm.
Ich hab zwar ganz viel KP verloren, ich hab ganz viel Herz bekommen. Ich hab ganz viel Herzen verloren und auch ganz viel Herzen verloren, kann man sagen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir schon. Oh, bitte nicht. Was ist das eigentlich jetzt wieder hier? Oh nee, noch mehr Geister, ich habe Angst davor. Und noch so gemeine Viecher, okay, jetzt echt gemein jetzt hier. Okay, los geht's. Ob ich euch besiegen werde, wer weiß, guck mal. Aber ihr seid irgendwie nicht so schwer, wie ich dachte. Komisch. Ihr seid relativ einfach, hab ich das Gefühl, irgendwie. Ihr seid echt einfach, ihr seid einfach in der Welt. Alter, wie einfach seid ihr, bitteschön. Ihr seid einfacher als ein Goomba zu besiegen in Mario. Ihr seid der einfachste Gegner der Welt. Ihr seid einfacher als Mario oder ihr seid einfacher als ein Goomba in Mario zu besiegen. Wenn ich einen Goomba besiege in Mario, habe ich immer ein Problem. Aber hier habe ich ja kein Problem mehr mit. Weil die waren da ruckzuck besiegt, die Geister, weil die einfach einfacher waren. Oh, es gibt diesen Raum, okay. Oh, Alter, weil wir arschen gerade. Was machen die hier für Fallen? Bitte schon immer rein. Die ganzen Fallen. Dann bin ich, ach du Scheiße, krank. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir mit. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir hier mit Luigi reingehen. Das kann sein, meine Freunde. Weil Luigi, der ist auch aus Wasser, dich, meine Freunde. Also, ihr müsst wissen, der ist halt aus Wasser. Also, der ist halt wasserscheu, müsst ihr wissen. Das ist halt das Wichtigste. Gibt es einfach auch nicht so eine Karte, sowas? Das kann sein. Brücken, ach okay, das ist der Raum, okay, ah okay. Und das ist die Arena, okay, es wird sehr interessant auf jeden Fall noch. Dann werde ich das dann noch nicht in diesem Part noch die, ja, wie wir schon meine Freunde, den Arenen, also die Arena noch nicht schaffen, aber ist egal. Wir haben auch nur Zeit. Und jetzt müssen wir versuchen, von hier aus genau. Das wird auch sehr asozial jetzt hier. Oh Gott, bitte nicht diese Spannungsstache hier bitte lösen. Jetzt muss nämlich Luigi rangehen, glaube ich, auch nicht. Glaube ich schon. Nee, das muss, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das muss Luigi machen. Nee, es muss. Nee, ich glaube, Luigi muss nämlich genau. Luigi muss nämlich von hier aus ziehen. Und der normale Luigi, der muss, glaube ich, daran. Das ist falsch, warte mal. Jetzt glaube ich. Jetzt ist, glaube ich, das richtig, meine Freunde. Ach, egal. Manchmal bin ich so ein bisschen schlecht beim Aufnehmen, das spielt sich ja, aber ich versuche auch mein Bestes zu geben. Jetzt geht's, glaube ich, jetzt geht's, genau, jetzt geht's. Okay, jetzt müssen wir versuchen, so schnell wie möglich hier raus, oder dann haben wir ein Problem, meine Freunde. Oh Gott. Oh, bitte nicht. Nein. Wie kannst du sowas mir antun, du? Was zum Geier? Willst du mich verarschen, Dreckskerl? WTF. Nein, nicht noch das, ey. Bitte. Oh, bitte nicht. Will nicht sterben. Nein, nicht, nein, nicht. Oh Gott. Oh Gott, nee, bitte nicht. Luigi. Kannst du wenigstens einen Geist irgendwie vertreiben oder sowas? Ach komm. Kann ich nicht irgendwie. Ach Gott, nee, mit der Haut, aber ich. Oh, diesen Knopf hier. Dankeschön. Zack. Komm, bitte. Kann ich nicht gleich, geht er. Kann ich nicht. Boah, die Fresse einfach, ey. Boah, haut einer ab, ich Dummer, ey. Komm, mach schneller. Junge, mach einfach schneller. Komm. Oh, mach schneller. Ja, yes. Schafft. Gut geschafft. Oh mein Gott, ne, ich hab's noch geschafft, meine Freunde. Es war so knapp, meine Freunde. Oh Gott, es war so knapp, ey. Shit, ey. Komm her. Yes, 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 yes. Ich bin so froh, meine Freunde. Ich bin so froh, meine Freunde. Ich hab's einfach so geil gemacht. Alter, die Musik einfach so gut. Die Musik einfach so sexy geil gemacht. Das ist so geil, ja. Komisch, ganz komisch. Finde ich auch. Ist egal. Bin schön, komm mal her jetzt. Komm mal her, bin schon geil. Jetzt yes, auf die Bank raufgehauen, ey. Auf einmal habe ich die Bank benutzt, um diese drauf zu schlagen, um diese ganze Geistersache da kaputt zu machen. Okay, so also vielen Dank. Und jetzt muss ich eben mal meine Fresse halt nochmal in die Musik genießen. Und dann ist der Part auch mal so langsam zu Ende. Aber erst so langsam. Jetzt noch nicht, meine Freunde, also gleich erst. Deswegen. Jetzt erst da Schlüssel reinstecken und dann haben wir alles gut gemacht. Sehr schön. Wir haben alles gut gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, ey, jetzt ist noch so ein Raum hier am Start, okay. Oh, sieht sehr unheimlich aus, meine Freunde, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr empfindlicher Raum, aber doppeln. Schaffen wir auch. Doch. Der sieht auch sehr einfach aus, meine Freunde, der Raum. Die schaffen wir auch noch, denke ich mal. Sehr nice. Hier sind noch verschiedene Schätze drin, das freut mich auch sehr, meine Freunde, dass sie so Scheiße bekommen haben. Oder dass sie Scheiße bekommen haben, sehr schön. Ich glaube, wir müssen hier was drehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was wir drehen müssen. Ist das, doch, ich glaube, das ist das, glaube ich, was wir machen müssen. Das kann sein, doch.
Wir müssen an diesen komischen, an dieser komischen Kette wieder dran drehen oder dran ziehen oder dran, ja, dran. Einfach dran sich festhalten, meine Freunde, würde ich sagen. Genau, jetzt müssen wir den Luigi dafür benutzen. Geil. Warte. Jetzt, ich hab's glaube ich jetzt. Warte eben. Das ist glaube ich ein Rätsel, das ist ein Rätsel. Auf jeden Fall das ist es ein Rätsel, meine Freunde, aber es ist halt nicht einfach. Das zu lösen, irgendwie, meine Freunde. Boah, ist gemein, ne? Jetzt habe ich. Boah, das ist das aber echt gemein. Das ist echt gemein. Das Ritter macht auch Spaß, wie meine Freunde. Muss ich sagen, oder? Eigentlich schon. Oh Gott, das ist gemein. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich, glaube ich. Ich muss mich jetzt versuchen. Ich muss einfach suchen, die. Müssen, also die zwei Brücken müssen nämlich genau in der Mitte sein. Die müssen halt genau da drauf sein, dass ich auch darauf gehen kann. Aber es ist halt auch nicht einfach, ne? Würde ich auch sagen. Jetzt habe ich. Warte, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, meine Freunde, jetzt haben wir es. Shit, habe ich nicht. Warte, jetzt haben wir es. Ist halt ein bisschen gemein, aber ist egal. Jetzt habe ich es. Nee, warte. Es ist echt schwer, meine Freunde, es ist echt schwer. Boah, ist so gemein, ne? Das ist echt gemein, meine Freunde. Jetzt habe ich es. Habe ich nicht volles. Yes! Wir haben es geschafft, meine Freunde. Okay, es war echt gemein, meine Freunde. Aber ich habe es geschafft, meine Freunde. Ich habe es geschafft, meine Freunde. Oh Gott, mich nicht sterben. Nicht sterben, meine Freunde, Dankeschön. Das war echt ein cooler Part. Oh, bitte nicht. Nicht sterben, nein! Was war das gerade? Oh Gott, das ist ja eins, oder? Was macht ihr hier bitte? Ich werd hier aufgeschlitzt, ey. Oh Gott, beweg dich auch du. Oh, nein, nicht sterben. Nicht sterben. Jetzt komm. Jetzt beweg dich doch. Oh Gott, es hat geschafft. Ich würde sagen, machen wir weiter bei Let's Play Ultimate 3. Wir hatten echt furchtbar Spaß gehabt. Ich hatte auch irgendwie Spaß gehabt, meine Freunde. Beim letzten Mal mache ich weiter. Beim letzten Mal war es echt spannend, meine Freunde. Beim letzten Mal machen wir auf jeden Fall jetzt hier weiter. Beim letzten Mal machen wir auch an dieser Stelle hier weiter. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hatten echt Spaß gehabt. Also bis zum nächsten Mal. Schauen wir auch noch. Vielen Dank.